Meine Lieben, ihr seht, ich habe nur ein Auge geschminkt heute und hier, das sind meine natürlichen Wimpern. Die sind sehr kurz, sie sind dünn und das hier ist unser 3D Fiber Lash Mascara. Der verspricht bis zu 400% mehr Länge und Volumen mit einer Schicht. Und der hat ganz natürliche Inhaltsstoffe, der ist veganfreundlich. Veganfreundlich heißt, da ist Bienenwachs drin. Der ist angereichert mit Vitaminen und Antioxidants, was sehr, sehr pflegend ist für eure eigenen Wimpern. Also wenn ihr den täglich benutzt, werdet ihr auch feststellen, dass eure eigenen Wimpern gesünder nachwachsen. Viele Mascaras, viele herkömmliche Mascaras, gerade die wasserfesten Mascaras, die es auf dem Markt gibt, die machen die natürlichen Wimpern kaputt. Und durch dieses Rubbeln hinterher beim Abmachen fallen natürlich auch die natürlichen Wimpern aus. Das passiert hierbei nicht. Der 3D-Mascara ist nicht wasserfest. Das heißt, er ist wasserresistent. Das heißt, ihr könnt damit ins Schwimmbad gehen, ihr könnt damit weinen, ihr könnt damit ins Fitnessstudio und schwitzen. Da verschmiert nichts und da verläuft auch nichts. Aber tauchen solltet ihr damit nicht. Der kommt in zwei Tuben. Einmal ist das ganz normales Gel, wie ihr das auch kennt von einem herkömmlichen Mascara. Das sieht so aus. Und dann sind hier drin ganz natürliche Fasern, die die Wimpern hinterher ganz optisch verlängern. Rein natürlich. Da brennt nichts im Auge. Selbst wenn da mal was, opala, selbst wenn da mal was ins Auge gelangt, ist das nicht schlimm. Das sind alles natürliche Inhaltsstoffe. Ich zeige euch jetzt, wie der angewendet wird, weil das braucht manchmal ein bisschen Übung. Wie gesagt, 400% mehr Länge und Volumen bekommt mit keinem herkömmlichen Mascara hin. Da braucht es schon ein bisschen Übung. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ein Auge habe ich schon gemacht und wir fangen jetzt an mit dem Gel. Gerade wenn die Tube neu ist, kommt hier ganz viel raus. Streicht euch das bisschen ab, dass ihr gut was Gel an der Bürste habt. Die ist hier so ein bisschen abgeschrägt. Das heißt, ihr kommt da auch toll in die Ecken rein. Dann tuscht ihr die Wimpern damit ganz fein, wie ihr das ganz normal kennt von eurem ganz normalen herkömmlichen Mascara. Ich habe hier gar keinen Spiegel, aber ich versuche das jetzt einfach mal hinzukriegen, ohne dass ich hier rumschmiere. Also ganz normal tuschen. Die Wimpern. Oh. Und das könnt ihr vorne mit dem Bürstchen, könnt ihr diese auch schön auseinander machen, dass die nicht verkleben. Das kann man da wirklich sehr, sehr gut mit definieren. Seht ihr, wie meine natürlichen Wimpern alleine nur mit dem Gel dadurch schon länger werden. Dann kommen die Fasern. Auch wenn das neu ist, kommt da ein bisschen viel raus aus der Tube. Was ich gewöhnlich mache, ist, streiche das so ein bisschen ab oder puste die mal ein bisschen runter. Weniger ist da definitiv mehr, sage ich dazu. Ich mache die ganz vorsichtig, ganz oben an die Spitzen. Und dann werden die Wimpern dadurch optisch verlängert. Seht ihr das? Ich lasse das kurz setzen. Da kommt auch schon mal was mit runter. Das ist nicht schlimm. Das könnt ihr wegwischen. Lasst das kurz setzen. Macht dann das andere Auge gewöhnlich, damit sich die Fasern auch wirklich an dem Gel festhalten. Und dann, um das Ganze damit das Ganze auch schön hält und versiegelt wird, gehen wir dann nochmal mit dem Gel drüber. Also die Bürste nochmal schön abstreichen, dass ihr nicht zu viel an der Bürste habt. Und dann versiegelt ihr das Ganze.
Ihr könnt den Vorgang so oft wiederholen, wie ihr das gerne möchtet. Die einen mögen es ein bisschen länger, die anderen möchten es ganz natürlich lassen. Toll ist es auch, wenn ihr die Wimpern vorher mit einer Wimpernzange so ein bisschen nach oben schwingt. Ich habe zum Beispiel ganz gerade Wimpern. Da mag ich das ganz gerne. So, das ist jetzt eine Schicht, seht ihr das? Das hier sind zwei. Was ich auch mache für diejenigen, die es wirklich richtig gerne schön geschwungen haben möchten. Und zwar gehe ich mit dem Föhn einmal kurz hier unten hin, halte den auf kalt und föhne die Wimpern kurz nach oben. 3 Sekunden und dann werden die Fasern auch nochmal mit dem Gel schön feste versiegelt und da kommt nichts runter. Da gelangt nichts ins Auge, da kommt nichts runter, das verwischt nicht, das bleibt euch so den ganzen Tag. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie kriege ich das Ganze runter? Das ist auch gar nicht so schwierig. Der ist, wie gesagt, wasserresistent, aber nicht wasserfest. Das heißt, ganz einfach mit einem Feuchttuch oder mit eurem ganz normalen Make-up, Abschminklotion oder was auch immer ihr benutzt, kriegt ihr den ab. Den kriegt ihr auch sogar mit purem Wasser ab. Das ist also wirklich alles gar kein Problem. Ich habe auch ein Video dazu, wie ihr den runterbekommt. Und das ist der. Das sind zwei Schichten. Das ist eine Schicht. Probiert's aus.